Hallo zusammen und schön, dass ihr reinschaut. Ich war auf der IFA vor wenigen Wochen und da hatte sich Philips mit dem neuen Philips Speed Pro Max Aqua große Mühe gegeben, jung, frisch und dynamisch zu wirken. Das ist gut gelungen, auch wenn die Performance der zahlreichen jungen Promoter, die wohl für den Zweck engagiert wurden, hier gute Laune zu verbreiten, etwas merkwürdig oder cringe-mäßig rüberkam. Heute habe ich im Test den Philips Speed Pro FC6723. Unter dem Label Speed Pro bzw. Speed Pro Max laufen mehrere Produktbezeichnungen, zum Beispiel auch der 6823 oder der 6726 und andere. Alle diese Geräte haben dasselbe Grundgerüst und die Unterschiede beziehen sich dann auf Ausstattungsvarianten. Zum Beispiel hat der eine extra Tierhaarbürste dabei oder eine längere Akkulaufzeit oder eine 360 Grad Bodendüse anstatt der 180 Grad Variante. Ich gebe mir Mühe, die wirklich relevanten Infos in diesem Video unterzubringen und werde im Test vor allem auf die Unterschiede von unserem heutigen Modell, dem FC6723 und Philips Top-Bestseller, dem general überholten 6823, eingehen. Ihr werdet noch verstehen, warum. Los geht's! Im Lieferumfang haben wir das Handgerät, eine elektrische Bodendüse, das Saugrohr, eine Bedienungsanleitung, Wandhalterung und das Netzteil. Zunächst mal macht die Form einen seltsamen Eindruck. Also typischerweise sind Staubbehälter und Motor bei Akkusaugern unterhalb angebracht. Hier ist es genau andersrum. Daraus ergibt sich aber ein klarer Vorteil bei flachen Möbeln. Die gesamte Länge des Akkusaugers kann so genutzt werden und kein anderer Akkusauger macht das so gut wie unser Philips. Dann ist mir aufgefallen, dass im Lieferumfang keine Möbel und auch keine Fugendüse dabei ist. Die werden standardmäßig eigentlich immer mitgeliefert und die haben wir beim Philips direkt in die Hardware integriert. Also das heißt, wir können das Handteil einfach so benutzen und für Spinnweben und für Möbel können wir hier vorne einfach einmal umklappen und fertig. Das ist wieder clever und auch einzigartig auf dem Akkusauger. Ja, die Fugendüse hätte aber durchaus etwas länger sein können. Beim Bosch Athlet sieht man zum Beispiel, wie das aussehen kann. Eine Erwähnung wert ist dann auch die Ladevorrichtung des Modells. Also wir haben hier eine sehr dezente kleine Wandhalterung. Dazu wird das Modell per Magnetkontakt aufgeladen. Das ist sehr minimalistisch, finde ich spitze. Auch der Staubhalter sieht interessant aus. Also hier per Zyklontechnologie wird der Staub hier direkt von der Luft getrennt. Auch das Abnehmen und Entleeren des Staubhalters ist angenehm und komplikationsfrei und dadurch auch hygienischer als bei anderen Geräten. Besonders interessant finde ich die elektrische Bodendüse. Zum einen sieht man hier eine Universalbürste, also wir haben Lamellen, wir haben Borsten und softe Elemente, also für alle Bodenarten. Zum anderen kann man hier erkennen, wie der Schmutz gezielt zugeführt werden soll. Im Einsatz wirkt das Gelenk sehr flexibel und der gesamte Sauger wirkt relativ leicht. Bei den technischen Daten ist es am sinnvollsten, wenn ich beide Modelle beleuchte, also unseren FC6723 und den general überholten Speed Pro Max 6823. Unser Modell hier hat einen 18-Volt Akku, zwei Leistungsstufen, einmal 15 und einmal 30 Minuten Betriebszeit je Stufe. Der 6823 hat 25 Volt und drei Leistungsstufen mit 21 bis 65 Minuten Betriebszeit. Ja, Konkurrenzmodelle liegen hier durchschnittlich bei 40 bis 60 Minuten. Der 6723 hat also eine recht schwache Kapazität. Beim Speed Pro Max dagegen ist es ein Spitzenwert. Signifikante Unterschiede gibt es auch bei der Düse. Unser SpeedPro-Modell hat hier eine 180-Grad-Ansaugung, also auch seitliches Saugen, was viele Akkusauger nicht können. Der SpeedPro Max legt aber nochmal einen drauf und hat eine 360-Grad-Ansaugung. Und wie cool dieses Feature ist, habe ich erst beim Test des Dyson V11 bemerkt, denn der kann überhaupt nicht rückwärts saugen, was sehr nervig ist und den sonst hochwertigen Dyson auch abwertet. Ja, beim Staubhältervolumen hat der SpeedPro hier 0,4 Liter und der große Bruder 0,6 Liter. Auch beim Gewicht gibt es Unterschiede, 2,43 Kilo Gesamtgewicht und beim SpeedPro sind das 2,73. Diesen kleinen Unterschied wird man bei längerem Gebrauch auch merken. Der sehr starke Bosch Athlet war hier sogar bei guten 3,3 Kilo. Die Motorleistung wird übrigens in Liter pro Minute angegeben, sehr ungewöhnlich. 800 Liter Luft werden pro Minute durch den 6723 gepumpt. Der SpeedPro Max hat hier etwa 25% mehr Power. Die Motorleistung ist für Verbraucher auch immer sehr schwer einzuschätzen, auch für mich. Es gibt nämlich keine klare DIN-Norm, die die Leistung misst. Und Hersteller berufen sich dann wahlweise auf Angaben wie Pascal, Watt oder Liter pro Minute oder eben einfach die Volt-Angabe. Da macht Sinn, sich die Praxis anzuschauen, was wir jetzt auch machen. In der Praxis, muss ich sagen, bin ich eher angetan von der Funktionalität dieses Saugers als von der Performance bei harten Verschmutzungen. Dadurch, dass der Sauger so unkompliziert ist, geht alles schnell, also von A bis Z. Das Gewicht ist recht angenehm und man kommt in jede Ecke der Wohnung, egal wie flach oder kompliziert das auch sein mag. Es soll ein sehr flexibles Produkt sein und dieses Konzept geht voll auf. Beim Härtetest, der natürlich keinen alltagsüblichen Unrat darstellt, habe ich allerdings schon bessere Performance gesehen und der hat hier im Wesentlichen mit groben Teilen wie Blättern zu kämpfen, da er vorne sehr flach ist, man muss ihn da also anheben, um zu saugen. Und das zweite, was man hier gut demonstrieren kann, ist, dass der 6723 keine 360-Grad-Absaugung hat, also alles, was irgendwie hinter ihm ist, kann er nicht einsaugen.
Ja, in allen anderen Punkten kann dieser Akkustaubsauger glänzen, aber die Reinigungsleistung ist nun mal der Hauptschwerpunkt und da habe ich schon bessere Akkusauger gesehen. Der Speed Pro Max dagegen, der macht das deutlich besser, weil er eben diese elektrische Bodendüse mit 360 Grad Absaugung hat, weil der Motor einfach mehr Leistung hat und weil er auch mehr Volumen fasst. An der Stelle würde ich allen Kaufinteressierten knallhart vom Kauf des günstigeren 6723 abraten. Das sollte hier dann schon zwingend der Speed Pro Max sein. Ja, jetzt die Vorteile, Nachteile und meine Meinung. Also, die Reinigungsleistung des neueren Speed Pro Max konnte ich ja nicht überprüfen. Beim Speed Pro dagegen habe ich mehr erwartet. Viel mehr Nachteile konnte ich nicht feststellen. Und wenn, dann sind die eher beim 6723. Also wir haben Nachteile bei einer recht schwachen Akkukapazität. Demzufolge haben wir dann auch eine kurze Betriebszeit und wir haben einen kleinen Staubbehälter. Ja, Vorteile. Auf der Guthabenseite steht ein leichtes Wechseln der Teile. Wir haben eine sehr starke LED-Beleuchtung. Wir haben ein recht angenehmes Gewicht. Wir haben eine 360-Grad-Bürste beim Speed Pro Max. Und das ist meinem Kenntnisstand nach noch einzigartig und ein recht signifikanter Vorteil. Vergleichsmodelle können oft, wie gesagt, nur nach vorne saugen. Besondere Stärken liegen in der Flexibilität. Insbesondere beim Einsatz unter flachen Möbeln oder schwer erreichbaren Stellen kommt das hier zum Tragen. Und der Speed Pro Max hat zusätzlich eine Tierhaarbürste mitgeliefert. Ja, Fazit. Ihr habt es vielleicht ein bisschen gemerkt, der Saugtest hat ein bisschen meine Begeisterung für den 6723 gebremst. Umso interessanter finde ich den Nachfolger 6823, der genau diese Schwachstellen verbessert hat. Was man übrigens auch an den Verkaufszahlen sehen kann, also der Speed Pro wurde außer von meiner Wenigkeit kaum gekauft. Der Speed Pro Max dagegen, der hat es zum Bestseller geschafft. Also kurz und knapp, der Speed Pro Max 6823 scheint allem Anschein nach in jedem Fall die bessere Wahl zu sein. Alternativ empfehle ich euch den Bosch Athlet, den ich im letzten Video getestet habe, der hat mir schwer imponiert. Der hat eine starke Reinigungsleistung, ist aber nicht ganz so flexibel für die Nutzung, mal eben so zwischendurch. Ja, falls euch der Content gefällt, dann freue ich mich übrigens sehr über ein Abo, damit unterstützt ihr die Arbeit auf diesem Kanal. Da steckt schon ein bisschen mehr dahinter, als man vielleicht so auf den ersten Blick denken mag. Also 20 bis 30 Stunden investiere ich schon in jedes Video. Übrigens auch hier die Frage an euch, da der Speed Pro Max ja ein Bestseller ist, da gehe ich davon aus, dass mit Sicherheit auch der ein oder andere Zuschauer das Modell bereits besitzt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da ein kurzes Statement über eure Erfahrungen abgeben könnt. Ich bedanke mich fürs Reinschauen und sage bis zum nächsten Video. Ciao.